Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zu Feldterren TV und zu meinem Angespiel von Destroyer the U-Boat Hunter. Ein U-Jagd-Spiel, in welchem wir einen Zerstörer steuern und einen Konvoi vor einem U-Boot-Angriff beschützen. Und ja, das ist eine wirklich, wirklich interessante Simulation, in welcher wir ja die Kontrolle über den ganzen Zerstörer erhalten und Sonar bedienen müssen, das Radar bedienen, den Ausguck bedienen und ja, die Karte koppeln und so das U-Boot finden müssen, um es dann letzten Endes zu zerstören. Die Simulation ist, soweit ich das bisher beurteilen kann, schon ziemlich realistisch und verlangt einiges von einem ab, besonders weil es ab einem gewissen Punkt, ja, spätestens dann, wenn man wirklich dem U-Boot nahe kommt, sehr hektisch wird, weil man dann wirklich den Kurs und die Richtungen des U-Boots im Auge behalten muss. Man muss die Sonardaten sich immer wieder im Kopf aufrufen, die dann einem auch gemeldet werden, und man muss dann natürlich auch die Wasserbomben werfen oder werfen lassen, und das ist wirklich, wirklich extrem interessant. Wir machen das jetzt so, von diesem Angespielt wird es 2, 3 Folgen geben. Die Demo ist nämlich auch noch zeitlich beschränkt, das heißt, man kann immer nur eine Stunde am Stück spielen. Da hat man dann einen Konvoi, seinen eigenen Zerstörer und dann halt das U-Boot, was man jagen muss. Und ich würde sagen, in der ersten Folge werde ich mich jetzt nicht so stressen lassen, sondern werde mehr, ja, ich sag mal, auf die ganzen Sachen eingehen, die wir hier zu bedienen haben. Und wenn wir dann, ja, das U-Boot finden oder gefunden haben, werden wir darauf zufahren und uns mal das Sonar angucken und so weiter und so fort. Und in der zweiten Folge werde ich dann vermutlich auch deutlich, deutlich weniger reden, denn man muss sich hier wirklich schon konzentrieren. Man muss die Meldungen mitbekommen, die einem durchgegeben werden. Und da ist wirklich eine Menge, Menge zu tun. Deswegen wundert euch da nicht. Okay, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal in die Demo und dann geht's los. December 7th, 1941. The Japanese unleash a devastating attack against Pearl Harbor, dealing a painful blow to the Pacific Fleet. More than 2,000 American servicemen perish while attempting to repel the onslaught. And although the attack fails to knock out the strategically important aircraft carriers, it succeeds in shaking the American people to the core. Entering the war is no longer a choice. It is a necessity. On December 11, Nazi Germany declares war against the United States. Just a few days later, Operation Paukenschlag is put in motion by the commander of U-boats, Carl Dönitz. This long-range operation is an attempt to cripple the U.S. merchant fleet, which holds a key role in supplying Great Britain in its struggle against Hitler. All along the U.S. East Coast, German U-boats sink hundreds of American tankers and cargo ships, slowly tightening the noose around the neck of Great Britain. It is clear that without American support to their war effort, Britain's survival will be measured not in months, but in weeks. With a majority of its might focused on fighting the Japanese in the Pacific, the U.S. Navy is left with very few anti-submarine vessels available for the Atlantic theater, not even remotely enough to introduce an efficient convoy system that could protect the merchant fleet from the U-boats. The bloodbath continues for months, and the fire from burning tankers becomes a common sight from the shores of the East Coast. The survival of Great Britain now hangs by a thread. Finally, in May 1942, the U.S. Navy manages to muster enough anti-submarine ships to put the convoy system into effect. Now, with the help of the Royal Canadian Navy, merchant ships are escorted along the U.S. coast to form convoys around Newfoundland. Only then are they ready, having been joined by their guardian angels, to set out on the perilous journey across the Atlantic. At last, the Steel Wolves of Dönitz will be facing a challenge. They are about to meet a whole new breed of enemy. Fast, maneuverable, and more than capable of sending a submarine to the bottom. The Fletcher-class Destroyer. Okay, das zu dem kurzen Intro. Jetzt geht es direkt los. Wir sind hier in der Brücke unseres Zerstörers. Wir haben hier sehr viele Apparaturen, die wir bedienen können. Und da haben wir auch schon einen Radarkontakt. Ich merke gerade, ich mache das Spiel direkt mal ein bisschen leiser, denn der Ausschlag in meinem Aufnahmeprogramm sagt mir, dass es sehr laut ist. Okay, wir haben jetzt hier einen Radarkontakt in 303 mit 4600 Yards. Ich würde sagen, um den mal genau unter die Lupe zu nehmen, werden wir jetzt direkt mal einen Kurs legen, und zwar auf 300. So, wir haben hier
Links unsere Eingaben, die wir tätigen können. Wir können hier Wasserbomben vorbereiten auf Shallow Deep, also auf geringe Wassertiefe. Dann hier auf mittlere Wassertiefe und hier auf eine tiefe Wassertiefe. Wir können hier einen Kurs eingeben, den wir fahren. Und wir können hier unsere Geschwindigkeiten von volle Kraft zurück bis Höchstgeschwindigkeit voraus eingeben. Das Ganze können wir auch hier machen. Wir haben hier unseren Hebel, den wir umlegen können. Hier haben wir genau dieselben Werte. Hier sehen wir unseren Kurs und hier können wir auch nochmal sagen, ruderhart Backbord oder ruderhart Steuerbord oder je nachdem, mit welchem Grad wir manövrieren wollen. Okay, dann haben wir oben noch unser Sonarbildschirm. Wir können hier zwischen den ganzen einzelnen Apparaturen und Ansichten umschalten. Hier sehen wir das Sonar. Hier werden uns... ja, ich ignoriere das jetzt einfach erstmal. Hier werden uns diverse Dinge angezeigt. Wir können hier sehen, wie weit der Kontakt entfernt ist und in welcher Richtung er zu uns steht. Die Tiefe lässt sich aus diesen Apparaturen leider nicht lesen. Das sagen die Entwickler auch, dass zu dem Zeitpunkt 1942 das eigentlich kaum möglich war. Es sei denn, man hatte einen unglaublich erfahrenen Sonarbediener. Hier können wir den Suchpegel unseres Sonars einstellen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Kontakt hier in 296 haben, war die letzte Meldung, dann stellen wir das hier auf 296 ungefähr und dann wird hier der Kegel, dann sucht der Sonar-Operator in diesem Bereich. Wir können den Kegel, den Suchbogen auch erweitern. Je größer wir den Suchbereich einstellen, desto, desto ungenauer wird es natürlich auch, weil man sehr, sehr viele Störgeräusche mit in seinen Sonar bekommt. Wir können dann auch die wahre und relative Peilung hier eingeben. Ihr seht, das verändert sich dann hier auch auf den Kompassnadeln. Wie genau das alles funktioniert, ich würde sagen, da gehen wir dann nochmal drauf ein, wenn wir dann tatsächlich das U-Boot jagen, weil jetzt gerade hier kann man sehr wenig sehen, weil wir, noch nicht wirklich was im Sonar haben. Gehen wir mal zur Zentrale. Als erstes haben wir hier unseren Radarbildschirm. Hier sehen wir unseren Konvoi, den wir beschützen sollen. Hier haben wir einen Überwasserkontakt. Das U-Boot ist offensichtlich noch aufgetaucht. Soll dem Spieler natürlich erleichtern, das U-Boot am Anfang zu finden und zu verfolgen, ist aber nicht besonders realistisch. Aber okay, darüber sehen wir jetzt mal hinweg, soll einem einfach nur den Anfang erleichtern. Dann haben wir noch unseren DRT, also unsere Koppelspinne auf Deutsch. Hier können wir mit einem Lineal und einem Kompass, beziehungsweise nicht Kompass, sondern hier unserer Grad... mein Gott, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Aber ihr wisst, was ich meine. Hier kann man dann sagen, okay, wir haben den Kontakt jetzt zum Beispiel in 281. Dann gehen wir hier auf 281. Gehen von unserer Position aus und geben hier 2500 Yards ein. Das wäre ungefähr hier. Also hier ungefähr war der letzte Kontakt. Da kann man dann natürlich auch schön absehen, in welche Richtung das U-Boot unterwegs ist und kann dann vorausplanen, wo man das U-Boot am besten jagt. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier, ich sage jetzt einfach mal, so, jetzt lässt er mich hier nicht zeichnen. Na, macht er nicht. Gehen wir mal auf 276, 2300 Yards. Gehen wir nochmal unsere eigene Position ein. So, das wäre ungefähr hier. Dann sehen wir schon, das U-Boot hat Südkurs. Naja, das würde dann zum Beispiel sagen, wenn wir das ein bisschen vorausplanen, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen auf Kurs 250, um das U-Boot da abzufangen. Ne? Also so funktioniert das ungefähr. Dann haben wir noch den OSC-Projektor. Da werden auch Daten immer aktualisiert, wo wir relativ zu unserer Peilung den letzten U-Boot-Kontakt hatten. Das wird dann hier auch mit dieser Linie immer abgebildet. Naja, also das ist natürlich, man muss sich dann auch immer auf die Meldungen verlassen, weil wenn ich das System richtig verstanden habe, kann es da ab und zu auch mal Fehlmeldungen geben, also Falschmeldungen, die einen so ein bisschen irritieren, weil das Sonar auf einmal beispielsweise einen falschen Kontakt hat. Das kann natürlich dann auch passieren, was ich vorhin sagte, wenn man zu viele Störgeräusche hat, weil man hier diesen zu großen Kegel eingegeben hat. Okay, dann haben wir noch ein Feuerleitgerät. Das ist für unsere Überwassergeschütze. Wir sehen jetzt zum Beispiel jetzt gerade den Überwasserkontakt. Hier haben wir das U-Boot Typ 7C. Wir können das Geschütz jetzt einfach mal ausrichten. Wir könnten den Suchscheinwerfer dazuschalten. Und wir können hier verschiedene Arten von Munition wählen. Dass man richtig mit dem Geschütz schießen kann,
Habe ich jetzt noch nicht gemacht und ich habe auch noch keinen Feuerbutton gesehen. Ich glaube, das ist in der Demo noch nicht verfügbar. Naja, aber hier sehen wir das U-Boot, ist es noch nicht getaucht. Und hier oben sehen wir auch nochmal die Peilung, in welche wir gucken. Wir sehen jetzt hier auch, das U-Boot wandert von 240 nach 230 aus. Das heißt also, Südkurs ist wahrscheinlich gar nicht so abwegig. Dann würde ich jetzt wieder sagen, alles klar, wir gehen jetzt nochmal auf, ja, sagen wir jetzt mal einfach 170, um den Kontakt vielleicht nochmal, um näher auf den Kontakt zuzufahren. Okay, gut, dann ging jetzt gerade schon die Meldung, Torpedo im Wasser, das ignorieren wir jetzt auch nochmal. Dann können wir nochmal Außenansicht umschalten, hier sehen wir unseren Konvoi, wir stehen hier auf dem Ausguck, auf der Ausguckposition auf dem Schiff und hier hinten sehen wir nochmal das U-Boot. Dass das jetzt noch nicht getaucht ist, ist natürlich für diese Folge wirklich schön, weil wir uns dann hier alles genau angucken können und jetzt ist das U-Boot gerade abgetaucht, ne? Ihr habt es gesehen. Da haben wir noch eine Außenansicht. Hier sehen wir jetzt auch nochmal, wie unser Zerstörer aussieht. Und ja, okay. Gut, das war jetzt mal alles in der Schnellübersicht. Ich hoffe, das Hintergrundgerede von den ganzen Meldungen, die reinkommen, war jetzt nicht zu laut, sodass ihr das trotzdem mitbekommen habt. Hier wurde jetzt gerade auch schon der Zerstörer getroffen. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal nochmal neu. Und dann gucken wir uns das alles in der Praxis mal an in dieser Folge. Okay, wir starten nochmal. Und dann Surface Radar has a new contact. Okay. Bearing 007. Okay, in 007 haben wir den Kontakt. Wir gehen auf Kurs 360. Wir machen erstmal zwei Drittel Fahrt voraus, weil ab Standardfahrt voraus kann das Sonar auch nichts mehr sehen. Das Sonar stellen wir auch direkt ein. Die Peilung ist aber schon da und da wir einen Kontakt haben, brauchen wir auch keinen Suchpegel einstellen. Das heißt, der Kontakt sollte eigentlich sofort vorhanden sein. Dann gehen wir in die Zentrale. Sehen hier auch den Radarkontakt, der interessiert uns jetzt gerade aber weniger, sondern wir geben die einkommenden Daten direkt mal hier in unsere Koppelspinne ein. Das war jetzt letzte 010 mit 4600 Yards. Das legen wir hier an. So ein bisschen raus. 4600 Yards sind hier. Okay, nächster Kontakt. 1012 in 4200 Yards. Na, manchmal funktioniert das mit dem Zeichen dann nicht so richtig. Was hat er? 4200 Yards. Alles klar. Also sehen wir schon, der Kontakt fährt südöstlich. Das heißt, wir können direkt mal den Kurs anpassen auf 040. Nächster Kontakt. 014 in 3800 Yards. 3800 Yards. Hier. Okay. So, ist das Sonar noch dran? Nein. Contact able, now bears 016, range. Okay, 016 mit 3400 Yards Entfernung. Ungefähr hier. Na, dann sehen wir schon, was das U-Boot für einen Kurs fahren könnte. Wir schauen nochmal auf dem Radar. Ist der Contact noch. Able, nicht auf dem Radar. 016. Bei Leitgerät. Schauen wir mal. U-Boot, sehen wir hier noch die Silhouette. Es ist noch über Wasser, es ist nicht getaucht. Er hat noch keinen Kontakt, ansonsten würde er das automatisch mitplotten. Warten wir mal auf die nächste Meldung. 017. 2700 Yard. Hier. So, das heißt, unser Kurs ist eigentlich ganz gut. Wir könnten sogar nochmal auf 050 gehen, um einen schönen Abfangkurs einzuleiten. Wir bereiten schon mal die Wasserbomben vor. So, wir kommen immer näher ran. Da ist er jetzt. Na, wir gehen mal wieder auf 040. Hat das Sonar schon was? Contact able, now bears
7, range 1900 yards. Na. Jetzt da. Ah, okay. Wir sehen schon, wo das U-Boot hin möchte. Wir fahren weiter. Contact, able, now bears 0, 1, 8, range 1500 yards. So, da ist es. Alles klar. Kurs 050 passt mir immer noch. Beziehungsweise wir gehen mal auf 045. New course 045. Course 045. Aye, sir. Contact able. Now bears 020. Range 1100 yards. So, 1100 Yards. Das ist ungefähr hier. Last contact, able, last bearing, 0, 1, 9er, last range, 900 yards. So, stellen wir das so nochmal direkt ein, vielleicht kriegen wir Kontakt. Bearing, ja. 0, 1, 8, range, 800 yards, estimated depth, shallow. Okay, der Sonar-Operator hat auch schon die Tiefe, Moment, was war jetzt die Tiefe? 900 Yards. Was war jetzt die Entfernung? 900 Yards. Hier. Ja. Er driftet ein bisschen ab, das heißt, wir gehen jetzt mal auf Kurs 040, weil er scheint ein bisschen nach Osten abzudrehen. Okay, er fährt doch ein bisschen weiter dahin, wir sind aber gleich bei ihm, er macht einen Linksturn. Das können wir jetzt dann auch hier sehen. Ne, also er driftet nach links ab. Das wird uns auf dem Sonar dann jetzt auch angezeigt. Jetzt ist er in 005. Manchmal klappt das mit dem Anlegen hier nicht. Das behindert einen dann so ein bisschen. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall mal... Okay, dann drehen wir jetzt mal auf 270. Wir gehen auf ein Drittel voraus. Werden ihm jetzt schon mal vielleicht... Na, der Sound ist uns ausgewichen. Aber er ist ziemlich nah uns dran. Hier sehen wir sogar die Wasserbombe ins Wasser fallen. So, er dreht, das sehen wir jetzt gerade auf dem Bild, weiter über den Steuerbord. Er dreht über Steuerbord. Das heißt, Kurs 270 ist gar nicht mal so verkehrt. Dann werden wir dem Sohne jetzt sagen... Sonar, this is the captain. Perform active search. 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt haben wir ihn verloren. Jetzt löschen wir hier mal die ganze Karte. 1, 3, 2, 1. Aye, sir. Sonar, combat. Investigate arc. 2, 4, 5, 3, 3, 5. Combat sonar. Investigating arc. 2, 4, 5, 3, 3, 5. Sonar Eye. Stand by to fire. Ready depth charges. Shallow pattern. Ja, das ist echt kompliziert, wenn man die ganze Zeit auch noch dabei redet, um Dinge zu erklären. Dann kommen einem manche Meldungen einfach. Dann kommen manche Meldungen einfach nicht richtig bei ihm an. So, jetzt haben wir das U-Boot verloren. Wir haben den Kontakt verloren. Jetzt müssen wir den Kontakt irgendwie wiedererlangen. Wir haben das U-Boot in dieser Peilung zuletzt gesehen. Dabei ist es über den Steuerbordbug gedreht. Das heißt... Na, gucken wir mal hier von 270 bis 360. Perform active search. 2, 6, 9, 2, 3, 5, 9. Active search. 2,
Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt schon an ihm vorbei sind, dass wir ihn jetzt Achtern haben und dann kriegen wir ihn sowieso nicht, weil wir Achtern zu starke Störgeräusche haben. Wir werden... So was? Wir machen mal Höchstgeschwindigkeit voraus, fahren ein paar Kabel und danach werden wir mal eine schöne Drehung über Steuerbord oder Backbord machen, sodass wir nach 090 gucken und vielleicht erlangen wir dann wieder Kontakt. Ich werde dafür das Sonar schon mal großen Suchbereich einstellen im achteren Bereich. Ihr seht's, hier sagt er uns jetzt auch, wir haben unsere Suchgeschwindigkeit überschritten. Effektivste Suchgeschwindigkeit für die fürs Sonar sind normalerweise immer so zwischen 8 und 10 Knoten. So, das reicht mir schon. Jetzt gehen wir mal auf 090. Er dreht über Steuerbordbug. Okay. So, und wenn wir in der Drehung 360 haben, werden wir die Geschwindigkeit wieder verringern. So. Kein Echo. Okay, wir haben unseren Kurs wieder eingenommen. Manchmal kann man auch Ausfahrgeräte sehen. Das ist in unserem Fall jetzt gerade aber schwierig, besonders da es ja schon hier ziemlich dunkel ist. Aber manchmal kriegt man tatsächlich die Meldung, wenn man nah genug dran ist. Aber wir kriegen nichts. Okay. Dann drehen wir mal. Moment, gucken wir mal aufs Radar. Wie stehen wir zu unserem Konvoi? Ich würde sagen, er wird von hier angreifen. Verdammt. Da hat er schon angegriffen. Er hat einen getroffen. Wir gehen jetzt mal auf Kurs 180. Ihr merkt schon, das ist ziemlich, ziemlich schwierig. Also das Spiel ist alles, aber nicht leicht. Und er hat tatsächlich hier den ersten vorne rechts weggeholt. Das heißt, er wird, würde ich jetzt vermuten, tatsächlich irgendwo hier sein. Sonar, this is the captain. Perform active search. 089226. Active search. 089 through 269. Aye, sir. We have just lost a ship. We have lost one ship so far. Na, ich glaube sogar tatsächlich, dass er hier vorne irgendwo ist. Surface radar has regained contact. Oh. Able, bearing 199er, range 1900 yards. Contact Able now bears 199er, range 1900 yards. Alles klar. Also gehen wir auf 200. Course 200. Course 200. Aye, sir. Stand by the fire. Target 1973. Tatsache, da ist es. Contact Able now bears 199er. 6, range 2000 yards. The convoy has been hit. All engines ahead, 2/3. All engines ahead, 2/3. Aye, sir. Ah, okay. Contact, Able,
Er holt jetzt hier einen nach dem anderen weg. Ja, ja. 1-0-0. Und er ist bei 1800 Yards. Das ist ungefähr hier. So, dann gehen wir auf 1-0-0. Contact Able, now Bears 1-8-3. Range 1400 Yards. New course 1-9-0. Course 1-9-0. Aye, sir. A merchant ship has been hit and sunk. We have lost 3 ships so far. New course 1-8-0. Course 1-8-0. Aye, sir. So, ist das immer noch? Able, now Bears 1-7-3. Range 1100 Yards. Lost contact. Able. Last bearing. 1-7-1. Last range. 900 okay, wir haben ihn. Yards. Da haben wir den Ausschlag. 1-7-4. Range 900 Yards. Contact. Able. Now bears. 1-7-1. Range 800 Yards. 7-1. 800 Yards. Estimated depth. Shallow. Contact making a sharp right turn. New course 1-7-0. Course 1-7-0. Aye, sir. Contact Able. Now bears 1-7-5. Range 600 yards. Bearings drifting right. Contact Able. Now bears 1-9-1. Range 300 yards. Bearings drifting right. New course 1-7-5. Course 1-7-5. Aye, sir. New course 1-9-0. Course 1-9-0. Aye, sir. Ready depth charges. Fire one. Okay, da ist er. Okay, jetzt muss ich mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Hier sind wir. Wir sehen ja auf dem Bild jetzt unsere Kavitation. Und jetzt gucken wir mal, dass wir ihn kriegen. Er fährt noch ein bisschen nach links nach unserer Route. Wir drehen uns momentan auch noch. Es dreht er wieder über Backen. Was sagt er? Oh, der ist jetzt hier schon an uns vorbei. Das heißt, wir werden jetzt mal auf 3. 3-4-0. Damit wir über Steuerbord gehen. So, 3, 2, 1. Contact Able. Now bears 3-3-2. Range 500 yards. Estimated depth medium. Ready depth charges medium path. New course 3-3-2. Course 3. So, jetzt müssen wir erst wieder gucken, welche Richtung er fährt. Aber wir können es trotzdem schon mal. So, dann gehen wir jetzt mal auf 3-6-0. Er hat ihn noch. Er ist hier auf jeden Fall bei uns in der Umgebung. Also direkt an uns dran.
Aber jetzt wird es natürlich extrem schwer. Was war die letzte Position? 315. Da sind wir. Wir haben den Kontakt jetzt aber verloren. Ja. Er soll auf Medium tief sein. Ja, er ist direkt bei uns. Er ist direkt bei uns. Wir sehen es hier. Er ist hinter uns wieder. Der Schweinehund. Dann drehen wir jetzt auf 180. New course. 180. Course 180. Irgendwo hier. Aye, sir. Was haben wir für eine Geschwindigkeit? 15 Knoten. All engines ahead, one third. All engines ahead, one third. Aye, sir. Sonar, this is the captain. Perform active search. 1, 7, 8, 2, 2, 6, 8. Active search. 1, 7, 8. Through 2, 6, 8. Aye, sir. Wo bist du jetzt wieder? The convoy has been hit. Okay, da hat er den nächsten getroffen. Ja, so schnell geht das. Da vorne. Hier, den meine ich, den wollte ich. Den löschen wir wieder. Bearing steady. New course. 170. Course 170. Aye, sir. Contact. Able. Now bears. 173. Range. 900 yards. All engines ahead. Two thirds. All engines ahead. Two thirds. Aye, sir. Sounds of torpedo. Outer course opening. Torpedo in the water. Very strong propeller noise. The convoy has been hit. Bridge, port lookout. Torpedo in the water. Der nimmt unseren ganzen Konvoi auseinander. Ja, wie ich schon sagte, das ist unglaublich schwer. Man muss sich da wirklich mega konzentrieren. Okay, 1, 7, 6. The convoy has been hit. We have lost 5 ships so far. Contact. Able. Now bears. 190. Range. 500 yards. Estimated depth. Shallow. Okay, dann gehen wir auf 200. New course. 200. Course. 200. Aye, sir. Ready depth charges. Shallow pattern. Gehen wir auf. Er sagte gerade, das U-Boot ist auf geringer Tiefe, deswegen bereiten wir das jetzt mal vor hier. Okay, ja, wir fahren nach 270. Da ist er. Der Schweinehund. Der ist aber runter gegangen. Deswegen bereiten wir nochmal auf Medium Depth vor. Wir gehen mit der Geschwindigkeit jetzt mal runter. Er dreht, wir drehen auch. Na komm schon. Feuern und gleich wieder vorbereiten.
Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Den kriegen wir doch. Das wäre doch gelacht. So, fahren wir mal ein bisschen schneller. Er dreht schon wieder. Ich sag, wir gehen jetzt mal auf 200. Fire 3. Fire 1. Fire 2. Ah, jetzt habe ich mich vertan. Fire 3. Ich glaube, da kann man sich schon ganz gut vorstellen, wie schwierig das auch in der Realität ist, ein U-Boot zu finden. Also das ist ja schon wirklich, wirklich krass. Aber es ist realistisch. Es ist absolut realistisch. Ein U-Boot findet man einfach nicht so leicht. Und ein U-Boot zu jagen ist nichts, was man mal eben so in 2 Minuten macht, wie das oftmals in irgendwelchen Filmen dargestellt wird. Sondern das hier entspricht schon ganz gut der Realität. Deswegen war der U-Boot-Krieg der Deutschen auch eine ganze Zeit lang so unglaublich erfolgreich. Okay. Regain contact. Oh. Able, bearing 005, range 1000 yards, bearing steady. Contact. Able, now bears 005, range 1000 yards. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf 360. New course 000, course 000. Aye, sir. Sounds of torpedo in the water. The convoy has been hit. Contact. Nächstes Schiff verloren. Now bears 3, 5, 2. Range 1,100 yards. New course 3, 5, 0. Course. Okay, er fährt Nordkurs. Ich glaube, wir können dann gleich mal auf 3, 4, 5 gehen. Ja. Okay. 3, 4, 0. Jetzt sind wir hinter ihm, Leute. Okay, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach hier hin. 3, 3, 5. Ah. Okay, wir kommen ihm näher. Den kriegen wir, Leute. Den kriegen wir. Das wäre ja gelacht.
So, was sollen wir vorbereiten? Ready depth charges. Shallow pattern. Contact. Able. Now bears. 3, 4, 5. Range. 500 yards. Estimated depth. Shallow. New course. 3, 4, 5. Course 3, 4, 5. Aye, sir. Normalerweise dürfte das U-Boot uns jetzt so gut wie gar nicht hören, weil wir genau in seinem achteren Bereich sind. Das heißt, dass wir ihn mega überraschen. Okay, wir kommen näher, Leute. 400 Yards. Ah, verdammt. Ja, das habe ich jetzt... Das habe ich jetzt verkackt. Kommt, eine Meldung noch. Medium, weil er gerade seine Tiefe erhöht hat. Contact. Able. Now bears 3, 4, 5. Range 300 yards. Estimated depth medium. Ja, alles klar. Das passt noch. Wir werden jetzt mal auf 350 gehen. Mal kurz was, aber wirklich. Jetzt kommt er wieder ein bisschen hoch. Hat seine Tiefe geändert. Meldung. Wo ist es? Da ist er. Ja, da sind wir auch schon wieder. Wir sind wieder im Spiel. Er dreht nach Backboard. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf 3-4-0 gehen. Ja, mit 3-0-0 sind wir da ganz gut dran. Also was, wir gehen jetzt mal auf Standardphase, damit wir ihn jetzt hier richtig einholen.
Und Fire 3. Let's move on to new course 3. Fire 1. Course 1. Fire 2. Very strong. So. Fire 3. Damit der Fahrt ist gut. Das gibt's nicht. Okay, wir sind schon wieder an ihm vorbei. Das gibt's ja nicht. Das ist ja wirklich, wirklich... Jetzt ist er... hier. Irgendwo. Also hier. Okay. Contact. Able. Now bears. 1-1-9. Range. 200 yards. New course. Fire 1. 1-0. 1-0-0. Aye, sir. Wink on left cut. Okay, gehen wir auf 1-2-0. Der ist jetzt irgendwo hier. Fire 2. Müsste was 1-8-0 machen wir sofort. 1-8-0. 1-0. Aye, sir. All engines ahead. 2-0. Fire 3. Ah, Leute, seht mal, wo unsere Bomben einschlagen hier. Der geht schon wieder auf Tiefe. Der geht schon wieder auf Tiefe, der Sausack. Das gibt es nicht. Jetzt sehen wir nicht mal mehr unsere Einschläge. Fire 3. Ah, doch. Ah, doch. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir haben diesen Kampf leider sowieso verloren, weil wir jetzt wirklich, wirklich schon eigentlich unseren ganzen Konvoi verloren haben. Tja. Das werden wir in der nächsten Folge nochmal probieren. Dann werden wir auch versuchen, unseren Konvoi wirklich mal zu beschützen. Diesmal waren ja wirklich sehr, sehr viele Erklärungen auch dabei. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich hinbekommen. Ach, hier ist ja tatsächlich sogar noch ein Schiff. Ja, ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich hinbekommen, euch das zu erklären und auch durch die letzten 15 bis 20 Minuten Action, die wir hatten, hat man, glaube ich, auch gesehen, was dieses Spiel ausmacht und was man hier beachten muss. Ich persönlich finde das extrem interessant. Bleibt natürlich nur abzuwarten, wie das Spiel sich dann entwickelt, beziehungsweise wie es dann wirklich ist, wenn es rauskommt, weil man darf nicht vergessen, hier handelt es sich immer noch um eine Demo. Aber bis jetzt ist das schon wirklich sehr fesselnd. Und es macht echt Spaß. Man mag es kaum glauben, auch wenn das Ganze ab und zu in echt Arbeit ausklingt und man sich wirklich hoch konzentrieren muss. Able, Bearing 3, 4, 5, Range 1500 Yards. Ja, da haben wir wieder das U-Boot. Hier hinten ist es wieder aufgetaucht. Es verhöhnt uns. In der nächsten Folge werden wir es aber hoffentlich vernichten. Okay, Leute. Beenden wir das jetzt hier in dieser Folge.
und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Bis dahin bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, euer Sammy. Ciao!